eigener Kenntnisse und eigener Struktur in eine eigene schriftliche Form zu bringen, mit eigenem schriftlichem Ausdruck oder sprachlichem Ausdruck, könnten wir als Verschriftlichung oder hatten wir als Verschriftlichung bezeichnet. Was müssen wir bei der Verschriftlichung beachten? Also letztendlich muss hervorgehen, welchen Anteil ein Autor an dem Gesamtwerk gehabt hat, wenn mehrere Autoren mitgearbeitet haben. Der Anteil des Autors muss dokumentiert sein. Auch muss der Anteil des Autors der Dokumentation entsprechen. Und schließlich darf ein Autor auch einen Erkenntnisgewinn nur einmalig verschriftlicht als diesen Erkenntnisgewinn zeigen. Wenn er ihn wieder verwendet, dann muss er sich selber zitieren. Also ein Erkenntnisgewinn soll nur einmalig verwertet werden. Verantwortlich für diese Aspekte sind einerseits Verfasser, aber auch Betreuer der Arbeit. Der Verfasser muss die Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden. Der Betreuer ist aber auch dazu angehalten, diese Grundregeln vorher zu vermitteln. Letztendlich ist ein Betreuer auch dazu verpflichtet, Zweifel, die er an der Verschriftlichung hat, zu überprüfen, so wie der Verfasser verpflichtet ist, transparent zu dokumentieren.